Mal gucken, vielleicht kriege ich mal mindestens ein Stack zusammen. Ich würde aber sagen, wir kriegen sogar noch ein bisschen mehr raus. Kohle kannst du echt immer gebrauchen. Warte mal, bist du noch im Haus? Nee, bist nicht mehr. Nee, ich bin auf dem Weg, mein Zeug irgendwie wieder zu bekommen. Gut, sonst hätte ich dich... Oh, oh. Ist Besuch, glaube ich. Hier kommt gleich Besuch. Kommt jetzt gleich der alte Onkel Willi und der ist schon skelettiert. Oder was Schlimmeres. Soll ich hier noch ein bisschen ziehen? Okay, Inventar ist voll. Was schmeiße ich jetzt raus? Jetzt habe ich wieder die Qual der Wahl. So, ich hau mal die Strings raus. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Gut. Jetzt auch noch ein bisschen ziehen. Super. Ich gebe auf jeden Fall einiges raus. Da ist auch noch Kohle. Richtig schön. Gute, leckere Kohle. So. Hoppala. Oh weh, er beschwert sich welche der Dunkelheit. Jetzt muss ich gucken, wo ich es am... Oh weh. Da schleucht schon der Tote rum. Und es gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Und ich habe Angst. So. Gut, jetzt haben wir hier auch wieder feinstes Kupfer und Zeug. Kupfer kann man ja immer gebrauchen. So. Da oben ist auch noch ein Kupfer hin. Hast du alles wieder gekriegt oder hat was gefehlt? Nee, ich habe alles wieder gekriegt. Ah, da bin ich aber beruhigt. Da bin ich echt beruhigt. So, ach Gott. Was hast du denn? Hier ist eine eingestürzte Knolle. Und da ist alles dunkel. Muss ich auch erstmal gucken, wie ich da reinkomme, ohne dass ich getötet werde. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nach Hause und mache erstmal hier die Kisten leer. Nichts Kisten leer, ich meine das Inventar leer. Und dann hole ich noch die Rucksäcke und dann können wir ein bisschen länger knödeln gehen. So, warte mal, hier mal, das greife ich mal weg. So. Oh Scheiße, jetzt kann ich Emberny mitnehmen. Jetzt ist wieder guter Rat teuer, meine Lieben. Gut, ich improvisiere mal was. So. Jetzt habe ich die Rüble auch weg. Gedützt, was ich nicht wollte. Muss ich mich beeilen. So, einmal. Kiste. So, machen wir das weg. Das rein. Hau ich jetzt mal hier den unnützen Mist rein. So, Stickies haben wir noch genug. So, jetzt hole ich mir das Holz wieder. Hier machen wir auch noch eine Fackel hin. So, den einen Tree Tap hole ich auch mal weg und dann tue ich das wieder rein dafür. Ich hoffe, ich mache nichts falsch. Aber ich weiß, was ich mache. Super, es geht. So, jetzt haben wir wieder ein Slot mehr. Und jetzt grabe ich mich mal hier rein. Und was machst du gerade? Boah, ich bin auch hier noch am Minern und ein Erz nach dem anderen abbauen, was ich so in die Griffel kriege. Und ich bin jetzt, Moment, ich bin auf Höhe 12. Das ist nice. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich dann hier irgendwann mal Dias finden. Ja, sicher, du bist ja eigentlich auf der richtigen Knolle dann. So, hier ist ein Bit. Ach du Scheiße. Hier ist auch wieder der Tod. Der blanke Tod. Ah. Okay. Gut, das scheint jetzt hier zu sein. Black. Da sieht die schlecht aus hier. Gut, ich grab mich mal wieder hoch. Das nur ein bisschen ziehen. Schön. So, und das Auto Kohle.
bisschen Kohle. So, das ist geil. Richtig schön Kohle. Super. Jetzt bauen wir noch eine Fackel dran. Dann läuft das auch wirklich wieder gescheit. Oh, ich habe auch ein Beehive gefunden. Ist auch wieder Rockbiene. Eine Felsenbiene oder wie auch immer. Diese Pfahl. Okay, einmal neue Fackel. So. Da unten ist ja auch noch Kohle drin. Da könnte ich jetzt doch mal versuchen, vorsichtig reinzugraben. In der Hoffnung, dass es mich nicht gleich erwischt. Gut. Jetzt gucken wir mal hier jetzt hin. Und Yellow Rid. Sam, erzähl du auch mal was, du bist schon wieder so schweigsam. Ja, tut mir leid. Ja, konzentriert auf das Finden von Diamanten. Nicht konzentrieren, mit Leidenschaft dran. Ja, ich bin mit Leidenschaft dran. Ich bin jetzt, Moment, auf was für eine Höhe bin ich denn jetzt? Höhe 11. Erzähl weiter. Ja. Und mein Inventar ist voll mit Cobblestone. Ja, meins auch. Das ist leider, lässt sich das nie ganz vermeiden. Diese Cobblestone-Geschichte. Leider nicht, ja. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir natürlich auch mit Gusshand. Ja, Eisen sammle ich auch fleißig. Was ist das? Entropie. Oh geil, Entropie-Infused. Okay, jetzt habe ich wieder keinen Platz mehr. Was nun? So, wo war denn jetzt die Kiste? War denn jetzt die Kiste hingepflanzt? Hier oben, oder? Nee. Wo war jetzt die Kiste hin? Doch, die war hier oben drin, irgendwo. Kraut. Gut, ich muss aber hier auch Fackel setzen, das tut ja alles nichts. Es nützt ja alles nichts. Uns geht's hier nicht weiter. Und Diamanten gefunden. So. Wo habe ich jetzt. Oh, ich höre Spinnen. Ich höre tödliche Spinnen. Die sehe ich nur in der Nähe. Frage ist nur, wo? Wo ist der Spinnenknödel? Wird über mir irgendwo sitzen, aber da komme ich jetzt nicht hin. So, und ich suche immer noch meine Kiste. Graz, jetzt hast du es offiziell. Jetzt hast du offiziell Diamanten gekriegt. So, das ist jetzt Birchwood, das ist aber auch gut. Ein dichtes Diamanterz. Das ist geil. Das ist geil, wenn du das hast. Bist du richtig gut dann dran? Da kannst du bis zu, warte mal, ich glaube, 3 Stück rausholen oder sowas. 3 Stück. Das, oh weh, hier ist ein Crispy Wutz. Eine Crispy Wutz. So, die machen wir also jetzt aber weg. Ich hab jetzt 6 Dias. Okay. Bekommen. Nice. Wenn du noch mehr findest, sag Bescheid. So, weißt du was? Ja. Ich mache jetzt noch eine Kiste hin. Ich habe jetzt erstmal hier noch ein bisschen Erde. Und. Ach, ich weiß, wo ich bin. Wo? Ich habe mich unter meine Treppe reingegraben, wo ich vorhin durchgelaufen bin. Ach du Scheiße, okay. So, machen wir hier das auch rein hin.
Ach ja. Yeah. So, nur mit den Zaunen mal dafür rein, das tut man auch weg. Ist aber zu viel, was das an Platz frisst. So. Jetzt muss ich gucken, wo habe ich jetzt das Zeug geholt? Wo habe ich jetzt das Zeug her? So, jetzt sind mir die Spitzhacken ausgegangen. Oh, das ist natürlich nicht gut. Oh, ich crafte mir schnell welche. Ich habe auch nur noch eine, dann in Reserve. Und dann müsste ich, oh Mann, wo habe ich denn jetzt das Entropie her? Da ist es gewesen. Super. So, weißt du, mit was du auch ganz super Dias abernten kannst? Mit was denn? Mit Zertusquarz-Spitzhacken. Wieso mit Zertusquarz-Hacken? Ja. Ja, ich weiß, dass es die gibt, aber warum ausgerechnet mit denen? Damit geht das. Und die haben auch eine verdammt gute Haltbarkeit. Ich bin die ganze Zeit gerade mit einer einzigen Spitzhacke hier durchgerannt. What? Ich baue die mal aus Kupfer, also das Ding halt, aus Bronze. Die Dinge, bin noch nicht ganz zufrieden damit. Sind ja auch recht günstig. Weil Zertusquarz ist ja so gesehen seltener. Zertusquarz ist halt leider auch was, was du nicht replizieren kannst, glaube ich. Ich glaube, das ging jedenfalls nicht mit 164. Ich weiß nicht, 1710, ob es geht. Ich glaube es aber nicht. Da brauchst du dann schon eine richtige gute Knödelquarry, damit du da wieder das anständig reinholst. Ja gut, die frisst 3 Zertusquarz, das ist also nicht gerade die Welt. Ja, ich weiß, aber vergiss nicht, du brauchst es ja auch für die Festplatten. Und nur für andere Schweinereien. Mhm. Was ich zum Beispiel rausgefunden habe, was es gibt, was mir keiner gesagt hat, bis der Sohn mir davon erzählt hat, war, dass die mit der Enderquarry eigentlich ganz gut rauszuholen sind. Und noch was anderes habe ich gehört. Was er mir gesagt hat, es gibt für die Gates, für die Buildcraft Gates, gibt es einen Gate-Kopier. Da kannst du die Einstellung von einer auf die andere übertragen. Das heißt, du musst nicht immer manuell klicken. Da sparst du Zeit, ey. Wenn du dann, sag ich mal, 50 Gates oder was am Lauf hast, oder sogar 100 Gates, je nachdem, wie übertrieben du es halt haben willst. Und du weißt ja, früher habe ich immer gerne übertrieben. Und manchmal heute vielleicht auch noch ein bisschen. Und da kam dieser Gate-Kopier wirklich praktisch. So, und hier muss auch noch eine Fackel hin. Ey. Das ist alles zu wenig. Alles zu wenig gefackelt. Wir brauchen unbedingt mehr davon. So. Geil, hier ist auch noch Eisen und Zeug. So. Und jetzt denke ich, werde ich mich schon... Ich brauche Zeug. Was? Ich brauche Zeug. Ja, was brauchst du für Zeug? Das war ein Zitat von Lord of the Weeds. Lord of the Weeds. Den Film habe ich komischerweise nie geguckt. Das ist die Verarsche von Herr der Ringe. Ich finde das richtig lustig. Nie geguckt. Aber ich will mal gern gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwo... YouTube. Auf YouTube? Das ist gut. Mhm. Gucken wir mal. Lord of the Weed. So. Ich spiele fleißig den Tunnelbauer. Das ist doch schön. Und das sogar ohne Bohrer. So, hier. Ui. Jetzt auch noch heiße Ware. Oh, geil. Ich glaube, für jeden von uns muss ich dann noch einen Bohrer bauen. Und wieder Diamanten. Super. Ich hole hier Kohle raus und ich begegne erneut einem spinnenden Geräusch. Ich weiß bloß nicht, wo sie... Ah, ich sehe es, glaube ich. Warte, ne, es ist auch nicht. Jetzt habe ich wieder kein... Oh, Skeletor. Skeletor. Da ist ein Skeletor gerade fortmarschiert und ich weiß nicht, wo er herkam. Und ich habe mir jetzt fast eingeschissen. So. Jetzt komm her, Skeletor. Komm her, mein Skeletor. So, einmal gezutscht und fort war er. So, ein Sack. Hier machen wir auch noch eine Fackel hin, um ganz hier zu gehen. Wo ist der bloß hergekommen? Ja, die kommen, die tauchen irgendwie so aus nichts auf. Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Manchmal ist das echt irgendwie total abgefuckt, nervig. So, jetzt gucken wir mal hier. Holla, holla.
Senorita. Haben wir auch wieder anständige Knollen hier. So, und dann machen wir das auch gleich mal weg. Bup. Oh je, schon wieder voll? Nee, jetzt. Echt jetzt? Echt jetzt. Ey. Okay, was haue ich jetzt dafür wieder in die Kiste? Machen wir mal den Stack weg. So. Was könnte ich denn sonst noch weghauen? Na gut, da brauche ich noch ein bisschen. Gut, jetzt sollte ich aber wieder sammeln gehen können. Was? Das ist schon wieder anderes Zeug, oder was? Das ist ein Scherz. Gut, dann muss man das anders managen. Setze ich jetzt hier einfach noch ein paar Fackeln. So, und jetzt habe ich hier auch die andere Kiste wieder gefunden. Was gut ist. So. Ja, was gut ist. So, ich habe 10 Dias erbeutet. Das ist nice. Das ist richtig nice. Oh Gott, hier ist noch mehr Giraffe. Wo waren jetzt die andere Kiste? Jetzt habe ich die eine gefunden, jetzt habe ich die andere aus den Augen verloren. Das ist wieder praktisch. Das ist wieder richtig gut. Nicht. So. Okay, das eine ist Lead. Und das andere ist auch Lead. Gut. Ich werde mich aber erstmal auf den Weg nach oben begeben irgendwie. Ja. Mach das. Um einfach sozusagen die Dias zu safen, die ich jetzt schon habe. Jo, besser ist das. So, den nicht, Knochen, dass ich wieder irgendwie hier verbrenne oder so. Nee, muss ja nicht sein, aber... Ja. Sonst hast du ja auch nur unnötig Chaos. Gut, ich gehe auch an die Oberfläche. Ich grab mich jetzt hier mal durch. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich wieder an die Oberfläche komme. Ja, das weiß ich auch nicht. Wie du das anstellen willst. Andesit, ich brauche keinen Andesit. Und koppel das jetzt auch mal hier. Jetzt einfach hin, grab mich hier nochmal. Ah ja. So, warte mal. Ah Gott, Sakra. So. Jetzt sammeln wir das mir raus. Das nehme ich auch noch mit, solange es noch geht. So, habe ich jetzt noch Platz für das Zeug da? Oh Gott, wieder so viel Steine und Mist. Warte mal, wie war denn das? Ich kann doch aus Kohle, kann ich doch auch einen Kohleblock machen, ne? Ja, glaub schon. Ja, das geht. So, und machen wir hier einfach noch einen raus. So. Bisschen Ding zu sparen, bisschen Platz. Ich denke, das sieht ganz nett aus. Ich will hoch. Wer will das nicht? Ich will zurück. Die restlichen 2 Kohle will ich einfach hier rein. So. Oh Mann, was ist hier? Oh, hier ist ja diese hm? Hier ist ja diese Schlucht. Aha. Was? Gottchen. Ach Gottchen, das ist gut. Ach Gottchen. Oh Mann, ich brauche unbedingt noch mehr Platz. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall noch eine zweite Runde gleich. So. Ja. Und schon wieder selbe Problem. Das darf nicht wahr sein. Gut, weg damit. So, jetzt sammeln wir den Mist ein. Was ist schon wieder ein anderen Block? Jetzt sag mal, gehe ich hier nur Kraut und Rübe. Ich weiß was, ich lasse jetzt auch noch hier die Schienen da. Lass ich jetzt auch noch hier. Nehme jetzt mal den Wasseraufzug. Ein Wasseraufzug, das heißt, du schwimmst jetzt hoch. Gut, ich grabe mich hier einfach weiter rauf. In der Hoffnung, irgendwann wieder Tageslicht zu sehen. Was? Jetzt geht schon wieder nichts. So, hier. Okay, und ein paar Rüebli. Also, ich habe schon wieder Zaun dabei. Dinge, die die Welt nicht braucht. Die ich nicht brauche. So, Marble, das kommt auf was. Das sind alles so Abfallprodukte.
So, das nehme ich jetzt auch noch mit. Kohle kann man immer gebrauchen. Besonders wenn zu viel ist. So. Wo ist der Ausgang? Grab dich doch einfach hoch. Oder hast du keinen Hacken mehr? Ja, ich hab noch eine Zertusquarzhacke, die will ich aber jetzt dafür nicht missbrauchen. Ich bin in unseren beleuchteten Gängen mittlerweile wieder. Das also ist so gut. Ist es nicht. Oh, Zertusquarz. Das ist gut. Mitnehmen. Das ist sehr gut. Ja, ich bin fast draußen. Ich komme schon ans Licht. So, jetzt machen wir hier auch noch ein paar Fackeln rein. Hier auch noch eine. So, jetzt ist es nicht mehr weit. Meine Lieben, es ist nicht mehr weit. So, machen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Zack, zack. Hier holen wir das auch noch raus. Er hat sich ein Skeletor mit mir angelegt. Ein Skeletor. So. Und noch schöne Knödel hier. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich habe den Weg zurückgefunden. Hast du? Das ist gut. Ich komme danach. Ja. Ich muss hier erstmal das Kohleflöz hier beseitigen. Das ist ja eine richtige Goldader. Eine richtig goldige Kohleader. Das ist geil hier. So. Warte mal, das muss ja auch ausgeleuchtet werden. So, so. Und ich kratze so, schon so langsam an der Oberfläche. Es sei denn, es wäre gerade ein Berg über mir, das wäre dann ein bisschen blöd. Oder ein Lavasee. Nee, da würde ich es blubbern hören. Ich glaube nicht, dass da einer ist. Aber hier ist noch Zinn. Gut. Ja, mein Lavasee, in den ich geflogen bin, habe ich auch nicht blubbern hören. Echt nicht? Nein. Ich höre sie meistens blubbern. Also es hat schon ewig gedauert, dass ich mal einen nie gehört hätte. Gut, aber... Gut. Jetzt kann man hier noch weiter graben. Oh, und ich habe schon das Licht. Bin schon am Licht. Und es regnet, oder? Nee. Oder regnet es doch? Jetzt gar nicht so genau sagen. Nö, draußen regnet es nicht. Gut, dann habe ich mich getäuscht. Ich dachte erst, es hat geregnet. So, und ich bin frei. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Mitte im irgendwo. So. Wo geht's jetzt heim? Das ist die Ruinenknolle. Da hinten, das ist die... Au, das war ein Elefant. So, und da hinten, das ist auch nicht das Haus. Das muss ich mal gucken. Haus, da ist es. Gut, lege ich mir hier auch noch ein paar Fackeln hin auf den Weg. Holla, die Waldfeder. Jetzt machen wir hier mal einen kleinen Blatsch. Au. Gut, das ging aber gut. Was, kein Platz mehr? Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Gut, haben wir mal die Strings raus. So. Die Kiste ist leer. So, und ich sehe auch schon das Haus. Und was machst du jetzt? Schmelzen. Schmelzen, bist du dabei? Und den Maserator befüllen. Gut, ich habe mal was überlegt für unsere Eisenkiste, wo das Erz drin ist. Wie wär's, wir machen ein Gold-Upgrade. Wenn das was bringt? Ja, sicher, wird's größer. Oder wir machen nur eine zweite Eisenkiste, du hast die Wahl. Mach noch eine zweite Eisenkiste erstmal. Gut, mach ich das. Gold haben wir nicht ganz so viel im Moment. Boah, kriegen wir hin. So. Gut, achso, da können wir, passt auch wieder nichts mehr. Nein. Kraut.
Ein Kraut und Rüben. Hast du noch Platz? Für? In Metalle, Erze. Ja, hab ich ein bisschen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Warte, ich hab gesagt ein bisschen. ich hab jetzt noch zwei Slots frei. Zwei Slots, warte mal, dann kriegst du hier noch Zinn. Und einmal Knolloid. So, und ich bastel hier in der Zwischenzeit mal an der Kiste. Bisschen rum. Doch. Ja, muss ja. Das muss. Was, das geht nicht mehr? Ah, ich weiß warum. Alles klar. So. Warte mal, das geht doch, glaube ich, auch so, oder? Nee, es geht nicht so. Jetzt habe ich gedacht, das ging auch so, aber leider doch nicht. Ist nicht schlimm. So, warte mal. Blüpp. Wunderbar. Was hast du denn jetzt für einen Mod gemacht? Wie, was für ein Mod? Du hast einen Mod geändert. Wie denn? Irgendwie. Was denn? Weiß nicht, wie du das angestellt hast. Ist ja wurscht. Hat sich irgendwas anders eingestellt. So. Jetzt regnet es scheinbar. Zumindest vom Ton her. Okay. Ich werde jetzt mal, warte mal, das hau ich noch hier mit dazu. Da hau ich jetzt mal hier das restliche Geraffel rein. Einfach so. Gehst du mal schnell ins Bett, schön? Ja. Geht nicht, ist nicht dunkel. Bett. Ne, es lässt mich nicht. Ich würde gerne, aber es lässt mich nicht. So. Okay, jetzt haben wir hier noch. Super. So, jetzt gehe ich nochmal mit meinem Rucksack in der Runde. Ne? Aber ich werde noch ein bisschen Bronze brauchen. Ich werde noch etwas Bronze brauchen. Obwohl, ich habe mal das den Eisen haue ich jetzt auch mal weg. Ist ja nicht die Welt. Sind ja plus 3 Bahnen. Kann man verschmerzen. Bei dem, was ich rausgeholt habe, entschädigt das auf jeden Fall. So. Was? Haben nur lachen müssen. Ja, wieso? Ja, entschädigt und so. Ja, komm, ich habe ja schon ein bisschen was rausgeholt. Du hast noch ein bisschen was rausgeholt. Da ist es nicht verkehrt. So, jetzt haben wir hier aber wieder Salz. Warte mal, das kommt aber da nicht hin. Haben wir das mal hier einfach rein. Hier rein und das da dazu. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Und die Kohle, die habe ich ja auch mal in die Kiste. Leute, geht nicht mehr zu. Das mag nicht mehr. Egal. Diese Buggy. Ist sie? Nee, ich war ja noch an der Kiste. Ach so. Deswegen ist die nicht zugegangen. War schon besorgt. Kannst du nachts schlafen? Gut, kann ich eben nur nachts schlafen. Ich kann es dunkel werden lassen, aber da müsste ich cheaten. Aber eigentlich ist es doch dunkel. Ach, weißt du, was das ist? Das ist Regenwetter jetzt in der Wüste. Aber normalerweise müsste es gehen. Normalerweise müsste es aber gehen. Und bei Gewitter sowieso, aber es ist kein Gewitter. Jetzt geht's. Lol. So, jetzt hört er hoffentlich auch wieder auf. Jetzt will ich mal gucken. Okay, Backpacks. Ja, es scheint in Ordnung zu sein. Gut, sie funktionieren. Also ich gehe nochmal runter. Wir nehmen jetzt gerade mal 56 Minuten auf. Noch einmal. Ja, warum nicht? Je mehr Erze du hast, umso streichzahler ist es doch. Und da unten war noch so viel rauszukitzeln, also sollte man auch eigentlich seinen Spaß haben. Auf jeden Fall, da bin ich überzeugt. Denn dafür stehe ich mit meinem guten Namen. Sind wir jetzt bei Hip? Ja. Oder eine gute Wahl. Kaffeehack. Oder gute Kaffeehack.